Als nächste Rednerin spricht Kirsten Lühmann von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, als erstes ist festzustellen, die deutsche Fahrzeugindustrie ist ein weltweiter Innovationsmotor für neue Sicherheits- und Umwelttechnik. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten deutlich gesehen. Ich könnte Ihnen Vorschläge machen, von Fahrer-Airbag über ABS bis hin zu digitalen Außenspiegel und teilautonomen Fahren. Über 750.000 Menschen in unserem Land bauen zuverlässige und sichere Fahrzeuge. Das war letzte Woche so, das ist diese Woche so und das wird nächste Woche auch so sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nur eins ist diese Woche anders. Es ist etwas bekannt geworden, was uns die Wirtschaft immer als bei deutschen Firmen undenkbar dargestellt hat, nämlich dass aus Gründen der Gewinnmaximierung gesetzliche Standards, dass dort betrogen wurde. Für mein gänzliches Unverständnis sorgt die Tatsache, dass einige Fachleute jetzt sogar sagen, dass der zur Diskussion stehende Motor durchaus problemlos die strengen amerikanischen Normen hätten einhalten können, wenn nur zum Beispiel ein entsprechender Filter eingebaut worden wäre, was allerdings nicht passiert ist, weil einige VW-Verantwortliche eben dieses Geld sparen wollten. Das ist skandalös, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben zwei Dimensionen bei dem Thema. Das erste ist die Aufklärung. Dabei hat VW uneingeschränkte Kooperation zugesagt, erste personelle Konsequenzen gezogen. Und der neue Vorstandsvorsitzende muss jetzt allerdings den Worten Taten folgen lassen. Das kann er sehr gut, weil der Minister, er hat es eben angesprochen, eine Kommission eingesetzt hat, die die Frage untersuchen soll, ob die Motoren auch ohne Manipulationen die europäischen Normen erfüllen können. Da diese Frage und die daraus resultierenden möglichen rechtlichen Folgen bis hin zu Rückrufaktionen die Menschen in Deutschland besonders bewegen, sind wir der Meinung, dass es einen zeitnahen Zwischenbericht geben sollte im Verkehrsausschuss, möglichst noch im nächsten Monat. Die zweite Frage nun ist, wie können solche Manipulationen in der Zukunft möglichst verhindert werden? Zurzeit schreibt die EU umfangreiche Prüfungen vor, und zwar sowohl für Neufahrzeuge bei der Typzulassung als auch später mit Gebrauchtwagen. Und Herr Krischer, Sie wissen genau, die Prüfungen mit Gebrauchtfahrzeugen werden eben nicht von den Fahrzeugherstellenden durchgeführt, sondern von unabhängigen Prüforganisationen. Allerdings, und da gebe ich Ihnen recht, all diese Prüfungen finden im Labor unter den gleichen Bedingungen statt, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Und das Problem dabei ist, auf dem Prüfstand kommen idealisierte Werte zustande, die wenig mit dem tatsächlichen Verbrauch der Fahrzeuge zu tun haben und daher als Kundeninformation wenig hilfreich sind. Und der zweite Thema dazu, vorhersehbare Prüfzyklen sind relativ einfach manipulierbar. Es ist bekannt, dass Programme, die Prüfzyklen erkennen, nicht nur bei CO2 und Stickoxiden, sondern zum Beispiel auch bei Lärm existieren. EU-weit sind bei Motoren sogenannte Abschaltautomatiken verboten, grundsätzlich. Grundsätzlich heißt aber auch, dass sie ausnahmsweise eingebaut werden können. Und das nun ist das Problem bei der Prüfung. Die Prüfenden müssen feststellen, ist es eine legale Abschaltautomatik oder hat sie neben der legalen Software noch eine illegale da drauf. Dazu muss tief in die Programmierung geschaut werden und allen EU-Mitgliedstaaten ist diese Problematik bekannt. Und daher haben sie auch gehandelt. Sie haben eben nicht nichts getan, sondern alle Verkehrsminister haben verabredet, Lösungen zu entwickeln. Und wir alle haben hier im Verkehrsausschuss gemeinsam diese Fortschritte verfolgt. Keiner wusste mehr als der andere. Wir alle wussten, es ist eben angesprochen worden, ADAC und Deutsche Umwelthilfe haben seit Jahren darauf hingewiesen, Werte aus dem Labor können nicht realistisch sein, seien sie nun manipuliert oder nicht. Und daher sind neue Verfahren im Echtbetrieb erforderlich. Der Minister will so etwas jetzt prüfen, auch wenn das noch keine Rechtsfolgen haben kann. Rechtsfolgen kann es nur haben, wenn wir die von der EU inzwischen entwickelten Verfahren endlich verbindlich einführen, nämlich vergleichbare Standards im Echtbetrieb, die wenig manipulationsanfällig sind. Und die Kommission hat uns solche Verfahren vorgeschlagen. Ja, es gibt dort noch einige Bedenken.
Deshalb habe ich erfreut zur Kenntnis genommen, dass der Verband der Automobilindustrie jetzt sagt, er möchte intensiv und konstruktiv an der Lösung dieses Themas mitarbeiten. Angesichts der aktuellen Ereignisse gehe ich also davon aus, dass der Verband aktiv die möglichen Bedenken von Kritikern ausräumen wird, damit wir das neue Verfahren möglichst schnell, möglichst noch im nächsten Jahr einführen können. Und das führt dann endlich zu der erforderlichen Klarheit für die Verbrauchenden wie für die Behörden und wäre wenigstens ein positives Ergebnis dieses Skandals. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes